Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde der gepflegten Leo-Unterhaltung. Bei mir sitzen wir noch Tobias bei Trocken, Wasser und Brot. Huhu. Wir bauen von Herr der Ringe, muss mal nachgucken, dass ich nichts Falsches sage, die Minen von Moria. Richtig. Oder Moria. Nein, Moria. Tütchen Nummer 4 ist auch das letzte Tütchen. Wenn wir das geschafft haben, habt ihr das auch schon hinter euch. Was heißt hinter euch? Das ist keine Operation. Operation Lego. So, schauen wir uns das mal an. Oh, da ist sie. Da sind ganz viele Waffen drin. Ja, ich merke das gerade. Die haben sich alle schön verkeilt hier. Das ist die Waffentyp. Ja, das sind alle Waffen, die da rumliegen. Ne? In diesem Sinne, Recycling! So, einmal wieder ran mit euch, damit ihr jetzt seht und mitsprechen und hören könnt. Hm. Auch natürlich mit Skelett. Skelette finde ich toll. Skelettenschere. Imoxi. Ne, das ist gar nicht mal gefragt. Gar nicht gefragt? Nein, das war nicht gefragt. Ja, die Minen von Moria, da kämpfen sie ja auch gegen den Höhentroll und da ist ja so eine Säule und dann tut er erstmal Legolas den so Pest zuhören, damit er dann nicht weg kann und wird er dann, reißt er sich dann auch los, ne? Später. Ja, toll. Ja, böse Troll. Schießt ihn im Kopf, aber er lebt weiter. Voll widerspenstig, das Vieh. Interessanter Troll. Warum auch nicht einfach mal Troll sein? Ja, aber später dann zieht Aragorn an eine Kette und dann schießt Legolas nochmal im Hals und dann kriegt er keine Luft mehr und dann stirbt er. Böser Legolas. Und er stürzt dann auf den Wagen, ne, der Troll. Und dann fliegt die Skelett durch die Luft. Ja, wird dann assoziiert, ne, in diesem Set. Warum auch nicht? Ist ja nicht weit her geworden. Nächste. Ja, ist ja gut. Kann man ja schön parallel basteln. Ja. Ob es tatsächlich Leute gibt, wie im Lego-Film suggeriert, dass die das zusammenkleben? In dem Teil ist es ja auch so, also in dieser Folge, in dieser Szene, dass Frodo von dem Höhentroll auch verletzt wird mit so einem Speer. Aber es passiert ihm nichts, er stirbt nicht, weil er diesen Mithril-Panzer anhat. Ne? So. Da wundern sich auch alle, dass er nicht tot ist. Ja, ein Protagonist darf ja nicht so einfach sterben. Ja, aber er stirbt ja auch schon während der Reise, habe ich dir erzählt, bei Kangra. Dass er da stirbt kurz. Ja. Aber wieder zurückgeholt wird. Ja, das ist so Fantasy-Geschichte, weißt du? Ja, das ist Fantasie. Er ist auf einer anderen Welt und wieder hochgezogen. Weil seine Aufgabe noch nicht erledigt ist. Genauso wie. Gandalf. Das ist nicht bewiesen. Ach so. Er wird ja auch nochmal wieder zurückgeschickt, weil seine Aufgabe nicht fertig ist. Wer auch immer das bestimmt. Ja, das ist eben Fantasie, ne? Ich weiß gar nicht mal, wer das bestimmt und warum, deswegen. Ist einfach so. Man müsste mal einen Film machen, wo der Held in den ersten 5 Minuten drauf geht. Einfach so. Unkommentiert. Wird erschossen, keine Ahnung, dann ist er weg. Und am Ende des Films taucht er wieder auf und sagt, ich war noch nicht fertig. Obwohl, da man sich aber extrem. Ja, bei Herr der Ringe ist es normal. Oder wann? Das wundert einen irgendwie nicht, weiß ich nicht. Ja, weil da auch gezeigt wird, wie er wieder zurückkommt. Na, und so taucht der Typ dann wieder auf und sagt, ich war noch nicht fertig. Kannst du nicht machen.
Kannst du nicht machen. Kannst du nicht tun. Das wäre auch nie wieder. Hm, er wird falsch gemacht. Ja, ich guck gerade, wo das beklebt ist. Nee. Was will denn beklebt sein? Ach so, ja. Dieser. Oh, das war ja klar. Ja, das. Konnte ich wieder mal. Das konnte keiner wissen, ja. Du hättest es wissen müssen. Sollen tun. Ich bin unschuldig. Immer. Nicht immer, aber immer öfter. Im Sinne der Anklage. Wo sind denn jetzt die dunkelbraunen? Welche dunkelbraunen? Diese dunkelgrauen. Ach, das ist da, dieser Bursche da. Oder ist das ein heller? Ne, es ist kein heller, es ist ein dunkler. Ach so. Da, diese Farbe als zwei. Ja, ja, als zwei. Ja. Nicht da. Nicht da, sagst du? Bau dir erstmal deinen zusammen, vielleicht finden wir einen. Ja, das ist ja meistens so, wenn man was sucht, findet man es nicht. Ja, deswegen, vielleicht taucht es halt nochmal auf. Später. Weil da kommt ja auch jederzeit wieder dran. Ich wollte gerade sagen, da kommt ja nichts. Oder ist es. Nee, da kommt ja nichts drunter, alles klar, war mein Fehler. Nee, doch, der kommt schon drunter drauf. Alles ist richtig gesehen. Ja, gut. Gutes Auge. Naja. Lob und Anerkennung. Da fällt mir gleich der Stein aus. Ist auch nicht gewohnt. So, ein bisschen Deko. Aha. Oh. Wow. Der coole Dumme ist zu dir. Soll ich mal gucken gehen? Der ist ja hinter der Box. Hinter der Box. Ah, ihr kriegt wieder Dinge mit, von denen ihr nie was hättet mitkriegen dürfen. Aber mal aufstehen zwischendurch ist auch nicht schlecht. So, wir suchen einen Skelettkopf. Jetzt seht ihr mich kurz, hallo. Wie ich mich zu einem Skelettkopf bemühe. Den anderen als Ball benutzen und ihn durch die Ebene schießen. Tut mir leid. Er ist tot, den wird's nicht stören. Stimmt allerdings. Ist auch richtig. Ja. So, der erste kommt schon mal hier dran wieder. Ach so, dann kann ich gleich mal weitermachen. Ersten Teil schon geschafft. Für was das hier sein soll, weiß ich auch nicht. Kommt wieder noch, kannst was reinlegen oder so und dann fliegen alle Sachen durch die Gegend, was weiß ich. Es gibt Dinge im Leben, die weiß man einfach nicht. Die weiß man einfach nicht. Dasselbe nur nochmal Spiegelverkehr dran. Ja, ist ja meistens so. Dann werden wir den gleich brauchen. Das war jetzt zeitgleich. Ach, weißt du. Blätter oben los. Ja, Chef. Blättern Sie. Blättern Sie jetzt. Blättern Sie oder schlagen Sie für immer. Ja, ich und für immer schweigen, das geht nicht. Nee. Lass uns den Mund hier nicht verbieten. Achso, was ist das hier genau? Ja, da.
Ah, da kommt er schon in den Kleber. Ah. Muss ich denn jetzt Kleber suchen? Ja. Dann war irgendwo da drin. Hab ich ja gefunden. Ah, hier ist auch so ein Ding, meinst du das? Ja, wirklich. Als ob man da was reinlegen könnte, ne? Was reinlegen und dann hochschießen, wie du schon hast. Vielleicht die Truhe auch. Naja, das macht ja keinen Sinn. Oder, ja, das kann auch sein. Was machst du da? Achso, du brauchst deine Sache, klar. Da ist auch eine Szene, wo. Ja, wo. Wo denkst, wo Legolas dann springt halt auf den Höhlentroll, aber das ist von weiter oben. Das kann natürlich sein, dass sie das damit meinen. Wer weiß, wer weiß. Jetzt bräuchte ich eigentlich einen normalen Zweier. Einen normalen? Ja, hier sind überall nur Mauern drauf, aber ich brauche einen ohne Mauern. Ja. Ist auch immer ein normaler. Komisch. Ja, und nö. Muss einfach noch ran. Geht das okay oder fehlt da das gleich? Hier irgendwo andere mit Mauern, ne, ist auch alles nur normal. Nee, alles normal, ja. Und wo ist nämlich halt eine Mauer? Stimmt das ja nicht. Nee. Das stimmt. So. Ich kann schon mal hier das Fenster bauen. Du willst ein Fenster bauen? Ja, im Fenster wird ja meistens gezeigt, was das wird, ne? Oder was man bauen soll. Ach so, meinst du? So haben die sich das gedacht. Ich kann schon wieder so einen Rubin hin, den habe ich hier liegen. Ja, so ein weißer. Ja, in so einer Mine ist ja auch Rubin nichts Ungewöhnliches. Was sagst du? Ja, das war die Seite. Kommt die auch hier dran? Aha. Wir nennen uns mit großer Spannung am Ende. Zweimal, also muss ich. Sollte es am Bein bleiben. Bitte mitbauen. Bitte bauen Sie mit. Schneiden Sie sich an. Und bauen Sie mit. Wären die Säulen. Die Säulen der Erde. Ja, ich finde ja auch die Game of Thrones so richtig geil. Habe ich bisher noch nie gesehen. Eine kurze Frage, gehört der leer hin? Also eine Säule könnte er sein. Das könnte wirklich sein, ja. Und das Einzige ist ja noch überbleibt. Nee, Game of Thrones habe ich irgendwie. Ja, ich wir haben mir eine Folge angeguckt und dann dachte ich, ja, das ist doch was für mich. Ich war auch eher skeptisch. Ich weiß auch nicht, worum es geht. Irgendwie
Großbritannien, Adelsfolgen und solche Sachen? Ich weiß es nicht. Ja, das ist ja so eine eigene Welt. Ja, aber letztendlich zeigt es ja nur das, wie es damals abgelaufen ist wahrscheinlich. Mehrere wollen eben den Thron. Ja, wie das ist früher. Und da gibt es eben Ranke. Viele, viele krasse Sachen. Die Mauern. Na, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Natürlich fehlt einer. Gibt's da gar nicht. Ja, dann nimm den. Aber geht ja nicht, ne? Nee. Ja, muss ich ohne weitermachen. Ja, dann ist er wahrscheinlich in einer Tüte gerutscht, die... Na, wir haben ja noch was. Ja, genau. Das ist es. Sorry, oh, Leute. Oh, das passt farblich nicht. Sorry, Leute. Das müsste ja heller sein, wisst ihr? Nein? Okay, überzeugt ihn nicht. So ein. Naja, prima. Meine droht dann da einzuschürzen, aber dann macht ja nichts. Ah, jetzt habe ich auch welche genommen, wo hier. Ich denke mal, das ist so okay. Achso. Ja, weil manche haben dann. Der kommt ja später, das ja? Ja, ja gut. Na gut, okay. Lass ich mal so. Ja, die werden immer später geklebt, das ist es halt. Ja, ist okay. Da kann ich nichts für. Ach komm. Die nochmal abknibbeln, das. Nein, das hält ja nie wieder. Ja, das ist es halt. Das hält ja nie wieder. Die kleben auch schon eine Zeit, ne? Ja, pass auf, dann drehe ich den, die Sachen hier unten um. Und dann passt das mit den Aufklebern auch. So in etwa. Ne, so muss das so. Aber dann sind die Aufkleber auch verkehrt. Die Aufkleber müssen auf die andere Seite, muss da einmal rum dann die Säule. Moment so. Ja, und jetzt den Kopf nochmal umdrehen. Welchen Kopf? Ey, gib mir. Das hier oben. Warte mal, das zeigt nach hinten. Doch, ja, so passt es. So ist gut. Ach, die Säulen brechen dann ein, siehst du? Ja, genau. Bums. Stimmt. Da geht, das muss deine alles umdrehen. Nein, du willst nicht alles umdrehen. Dann ist unser beider Kopf verkehrt rum, kann man sagen? Nein, nee, das war schon. Geht so nicht, das geht so nicht, das geht so nicht. Das war schon richtig, aber. Ja, ja. Du musst deinen Kopf rumdrehen. Wie den Kopf rumdrehen? Dass die flache Seite hinten ist. Und dann machst du. Und guck mal, mehr machen die gar nicht. Die bleiben stehen. Oh, nur bei ihm wieder nicht. Na ja, klar. War klar. Ein Haufen Zeug ist über ihm liegen, auch zwei flache, einer komischerweise. Wer weiß, was damit aus sich hat, man weiß es nicht. Ja, das war cool. Die Minen von Maria. Genau. Cool. Ja. Ja, wie gehabt und wie gelernt. Dankeschön fürs Zusehen. So soll er. Genau. Wobei ich das gar nicht schlecht finde, wenn er so ein bisschen stehen bleibt. Das ist halt auch was. So kurz vor meinem. Kurz vor dem Hinfallen, ja. Ja, hat auch was. Na gut, alles klar. Dann würde ich sagen: Macht wie immer mit dem Video, was ihr wollt. Liken, kommentieren, verteilen, an der Wand hängen, im Kühlschrank legen, auftauen, abtauen, was auch immer. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf jeden Fall.
Ach, guck mal hier, die haben auch kein Muster hier unten, ne? Ist das richtig? Mhm. Ist auch richtig. Okay, ja, weil die hier Muster haben. Das nein, das sieht nur so aus, als ob die Muster haben. Okay, gut. Ach so, weil das diese flachen sind. Genau. Ah, alles klar, ich habe nichts gesagt. Also dann bis zum nächsten Aufbau. Tschüssi. Ciao.